herzlich willkommen bei Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Ja, ihr habt entschieden und es ist dieses Projekt geworden. Ich freue mich riesig mit euch dieses Projekt zu starten. Und dieses Projekt wird ungefähr 50 oder 40 oder auch vielleicht höchstens 60 Parts haben. Ich werde versuchen, alles noch zu spielen herauszufinden. Szenario-Editor unterwegs und was wollte ich noch dazu sagen? Genau, Rollercoaster Tycoon World kommt wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit raus. Ich weiß nicht, wie viel Euro es kosten wird. Ich werde euch nähere Informationen werde ich euch im nächsten Part dazu sagen. Ich werde mich darüber informieren. Ich euch auch noch Rollercoaster Tycoon World spielen, sobald ich mir das besorgt habe. So, da wären wir. Bei unserem Editor, Szenario-Editor. Ich möchte gerne, dass ihr unten in die Kommentare reinschreibt, ob wir mit Nacht oder ohne Nacht spielen sollen. Also ob das die ganze Zeit durch Tag bleiben soll oder ob wir es auch mit Nacht spielen sollen. Was noch? Genau, wir werden diesen Park schön zusammen gestalten. Jederzeit könnt ihr gerne unten in die Kommentare Wünsche reinschreiben, was ihr gerne sehen möchtet, ob ihr ein Kettenkarussell haben möchtet, aber ich habe so eine Grundstruktur, was ich alles in den Park reintun möchte, aber Eigenwünsche können auch gerne eingebracht werden. Was noch? Ich werde den Park ungefähr 200 groß machen. Also 200 mal 200, damit wir auch genug Platz haben, um uns auszutoben. Der Park wird verschiedene Themenbereiche haben, von Western über Grusel bis hin zu vielleicht einem kleinen Dinosaurier. Ja, das hatte ich eigentlich auch vor, mit reinzunehmen, so ein kleines Dinosaurier. Ja, wie kann man das nennen? Eigentlich so eine Art, nicht original, ich sage jetzt schon nicht original Jurassic Park, aber so einen kleinen Mini-Jurassic Park. Denn ich habe hier auf dem Rollercoaster Tycoon, habe ich die Jurassic Park Bahn, die in Florida im Universal Studio steht. Das heißt, ich kann mir damit meine eigene Bahn bauen. Ich weiß nicht, das müsste ich gleich nochmal nachgucken, ob ich damit auch die Original bauen kann, ob die in der Registerkartei drin ist oder nicht. Was ich auch habe, ist aus Efteling, aus dem Freizeitpark in Holland, die Python. Ja, die Python, die da rumsteht. Davon habe ich auch die Bahndesign mit Wagen, kann daraus meine eigene Bahn bauen, aber ich müsste aber auch da gucken, ob es da auch schon den Vordings von der, also nicht den Vordings, den, die vorgestellte Bahn von der Python gibt. Ihr könnt ja auch einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr, wenn ich sie habe, ich betone auf, wenn ich sie habe, ob ihr gerne ob ich damit etwas selbst kreieren soll oder ob ich, diese vorgefertigten Sachen nehmen soll. Also nur wenn, ne? Wenn ich sie habe. Schön darauf achten. Ja, was noch? Natürlich werde ich die anderen beiden Games, die ich noch zur Auswahl gestellt habe, mit euch auch spielen, aber das kommt nach seiner Zeit. Nachdem ich Wildlife Park 2
beendet habe, werde ich wahrscheinlich mit Bellasara anfangen und nachdem ich dieses Projekt hier fertiggestellt habe, werde ich mit Abenteuer auf dem Reiterhof 3 anfangen. Also das heißt ungefähr Bellasara und Abenteuer auf dem Reiterhof 3 werden wahrscheinlich ungefähr parallel laufen und ja, danach werde ich mal gucken, was ich mache. Wahrscheinlich, wenn es dann schon, vielleicht werde ich eines der beiden auch nach hinten verschieben müssen, denn ihr wisst ja, ich habe es ja schon angekündigt, Rollercoaster Tycoon World kommt raus. Und das würde ich auch gerne mit euch spielen. Genau, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Star Stable Sonntag dieses Wochenende einhalten kann, denn ich bin nicht da, ich bin bei Verwandten. Mein Großcousin wird 18 Jahre alt und ich müsste dann erstmal gucken, ob ich dann Sonntagabend noch Zeit habe, für euch den Star Stable Sonntag zu drehen, zu schneiden. Vielleicht verschiebe ich auch den Star Stable Sonntag auf Montag, dass ich das Sonntag zwar drehe, aber Montag erst schneide. Und dass ich das dann Montag erst schneide und ob ich das dann Montag genau, ob ich dann Montag erst schneide und reinstelle. Ich werde folgenden Eingang nehmen. Folgenden Eingang. Den Abenteuereingang Schlange. Da werde ich einen hinsetzen und da werde ich einen hinsetzen. Das sind dann unsere Eingänge. Ich werde mich jetzt erstmal jetzt momentan mit dem Vorplatz beschäftigen. Werde gucken, wenn ich dann. Ich glaube zwar nicht, dass ich zwar dann jetzt schon fertig werde, weil ich heute nur ein Part hochladen kann von der Zeit her. Ja, und dann gucken wir mal. Ich liebe diesen Weg. Ich liebe ihn einfach. Wir werden uns dann jetzt auch noch nach einer Statue umgucken. Was ich hier noch machen wollte, ist da Figuren und ich will diesen schönen Brunnen haben. Nämlich den Pegasus-Springbrunnen. So, wir haben einen Pegasus-Springbrunnen gebaut. Die Pferdestatue können wir doch hier hinstellen, oder nicht? Die sieht doch ganz schön aus. So. Den Weg baue ich jetzt noch eben da um die Pegasusbrunnen herum. So. Hätten wir das. Der sieht klasse aus. Ich finde, der sieht toll aus. Die Pferdestatuen. Was noch? Genau. Dafür, dass ich nur einen Part hochlade, werde ich ihn dann einfach dreifach so lang machen. Anstatt 10 Minuten wird er dann eine halbe Stunde gehen. Ich hab euch einfach gerne. Ich hab euch richtig gerne. Machen wir das hier anders. Wir machen das hier anders.
das hier anders. Wir machen hier nämlich dann so, so und so, weil dann kann ich nämlich ein kleines Häuschen bauen. Selbstdefinierte Strukturen. Wände, Dächer, Gebäude. Wir nehmen die farbigen Wände. Blockwand. Schieferwand. Ja, nehmen wir die Schieferwand. Ich will die Schieferwand haben. So. Ich brauche. Ja. Ich hoffe schon, habe ich was falsch gebaut, aber dann wäre ich ja kein normaler Mensch aus Fleisch und Blut, wenn ich nichts falsch machen würde. Wir wollen natürlich die normale Größe haben. Jetzt habe ich den Weg weggemacht. Schlaues Kind. Ich bin so ein schlaues Kind. Ja, das. Hier war das. Farbig. Schieferwand, 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 volle Höhe, Schieferwand. Schieferwand, volle Höhe. Aber hier und hier mache ich es wieder raus. Und das kommt das, der kommt aus dem Fenster. Ihr seht, was ich damit andeuten will. Da sollen kleine Kassenhäuschen hinkommen. Wie groß ist der? Ich habe eine andere Idee hier außen. Ach, verdammt. Ich habe schon wieder getan. Ich habe wieder den Weg weggemacht. Muss die Schieferwände hier wieder wegmachen. So. Das. Wände und Dächer. Farbige Wand. Farbige Wände. Oder sollen wir das? Wir bauen hier ein Gerüst hin. Das sieht toll aus. Nein, du kommst da nicht hin. Ah. Ah. Nicht aufregen. Ist alles gut. Nicht aufregen. Was noch? Ja, ein Dach wäre nicht schlecht. Aber ich will kein farbiges Dach. Vielleicht hier so ein Kolonialdach. Nein, das ist zu groß. Oder wir nehmen doch das farbige Dach. Wir nehmen hier so eins. So, wir nehmen das Dach. Dann nochmal andersrum. Ach, mit E war das da drin war. Da muss ich dann so ein Mitteldach benutzen. Geht nicht anders. Ich hoffe, da gibt's sowas. Irgendwie sowas in der Richtung. Schieferdach, was so flach ist. Das sieht jetzt in irgendeiner Hinsicht jetzt nicht schlecht aus.
Ja, da können ja vielleicht diese Schieferwände halbe Höhe irgendwie. Vielleicht doch lieber die anderen. Moment. Blockwand. Höhe. Sieht doch gleich viel besser aus. Ne? Geht dir mir doch recht, dass es gleich viel besser aussieht. So. So. Hätten wir das. E. So. Was? War die? Ja, waren die, hier waren die. Passautomaten. Die stelle ich überall dahin, wo ein Fenster ist. So sieht das dann aus, als ob die Besucher sich da Karten kaufen können. Ist doch keine schlechte Idee, oder? Wenn sie dann reinkommen, kommt dann so ein Springbrunnen. LCD-Anzeigetafel. Punkt. Die kommt dann auch hier hin. Hier hin. Hier hin. So, und was können wir hier dann noch machen? Ja, gut. Lautsprecher. Ach, die sind zu groß. Ha, sehr schlau. Okay, haben wir das. Hätten wir das. Dann haben wir hier so ein kleines Häuschen stehen. Sieht doch nicht schlecht aus, oder? Dann müsst ihr mir doch recht geben. Schreibt unten in die Kommentare, ob das schlecht oder gut aussieht. Ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde, das sieht super aus. Ja, was ich wollte euch ja noch die Attraktion zeigen. Oh. Oder wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich weiß aber, dass ich die dabei hatte. Nein, da können sie ja kaum sein. Da habe ich die Python. Die Efteling Python. Das heißt, ich muss die andere auch noch irgendwo hier finden. Meine absolute Lieblingsbahn, die ich auf jeden Fall da. Jurassic Park River Adventure. Die ich auf jeden Fall mit da reinnehmen werde. Hatte ich da nicht noch eine? Bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Nein. Obwohl, das könnte eigentlich. Nein, 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 das ist sie nicht, das ist sie nicht. Ja, das sind meine zwei Achterbahnen, die definitiv mit da reinkommen. Aber ich muss gerade noch mal kurz was gucken. Die Python hat keine Designs verfügbar. Und die Jurassic Park River Adventure auch nicht. Das heißt, ich werde mir damit etwas Eigenes bauen. Und ich werde gleich damit anfangen. Aber nicht damit. Nein, nein, nicht damit. Sondern mit was fangen wir denn an? Mit welchem? Ich bin ja als erstes so ein Gruselabteilung. Wisst ihr, so mit Hexen und so, mit so einem kleinen Horror-Achterbahn und ja, das hört sich gut an. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Ich bin
bin da 100% für und die gehen hier raus. So, und dann hier, ne? Nö, nö. Weißt du, was da ist? Da gehen die dann ins irre Pflaster über. Und hier. Oh, ich freue mich total oft mit euch auf das Projekt. Das ist super. Gehen wir dann, ab jetzt gehen wir nur ins Gruselige. Und wir bauen hier ein Schild hin, was anzeigt, wo die Besucher jetzt hingehen. Sweeties Gruselabteilung. Das hört sich gut an. Ja, mit D auch noch. Grusel. Grusel natürlich groß, ne? Gruselabteilung. Puh, ich hoffe, die Leute, die erschrecken sich so richtig. So, dann bauen wir hier eine zwei Figuren hin, und zwar der kopflose Reiter auf der Treppe. Zweimal. Ich werde schon von vornherein sagen, es wird sehr viel Feinschliff geben. Ich werde nämlich überall Bäume hinsetzen. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich werde sie dorthin setzen. Solche Spukulm und Albtraum-Eschen. Doch, die waren sehr schlau gesetzt. Die werde ich überall in den Abteilungen setzen. Hier werden dann vielleicht so ein paar Stechpalmen und so hinkommen. Die werden da jetzt überall hin platziert, aber das werde ich wahrscheinlich erst so gegen Ende des Let's Plays machen. Erstmal werde ich so den Feinschliff oder am Ende jedes Szenario, weil hier geht ja dieses Szenario weiter. Aber wir kümmern uns erstmal um die Gruselabteilung. Ja, Bahnen. Wir werden doch zu unserer ersten Bahn kommen, aber zu einer kleinen Kinderbahn. Nein, Grusel. Und zwar hier dieser kleinen, aber coolen Monsterbahn. Auch wenn sich die Kinder davor erschrecken werden, aber ich find's gut. Ich find's klasse. So. Skiffy, Western, Abenteuer, gruselig. So, zum Anstehen. Warten alle 10 Minuten. Das ist nicht die Monsterbahn 1, sondern die Monsterbahn. Natürlich bleibt es so. Volllast. Aber es gibt eine Höchstwartezeit von 200 Sekunden, sagen wir mal. So, die Bahn machen wir noch nicht auf. Ja, das war der erste Part von Let's Play, Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ich werde morgen damit weitermachen. Vielen Dank, dass ihr mich so tatkräftig hier unterstützt habt und bis bald. Ciao!